Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier zu einer kleinen Mod-Sensation. Ne? Das ist ja großartig, was nicht ich für euch gefunden habe, sondern was der Raver gefunden hat. Das ist einmalig. Das hat so im LS noch nicht gegeben, sage ich euch. Und deswegen fahren wir doch mal hin. Jetzt sagt ihr natürlich, was denn für eine Sensation? Sag mal, der Kollege erzählt hier was, obwohl die hier so eine... So eine Mulde steht, die kennen wir doch schon. Ja, stimmt, die kennt ihr. Aber das, was ich mit der Mulde vorhab, das kennt ihr tatsächlich noch nicht. Und ich würde sagen, da fahren wir mal los. Ich habe hier ein Safe Game vorbereitet aus dem Feldversuch. Ja? Also ich wollte schon immer mal während das Feld so richtig umgraben. Und jetzt kann ich das machen. Also Grüße an Werner, falls du das siehst. Einmal kräftig dein Feld umgraben. Ja, aber darum geht es natürlich heute nicht. Also, wir werden hier gleich in die Mulde was reinbringen. Und ihr seht da vorne schon, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Und es geht natürlich um, ja, ich würde sagen, das ist Construction, Mining, wie auch immer man das sehen möchte. Jetzt sagt er natürlich, ja, hier Radlader, kann man Steine mit durch die Gegend fahren. Stimmt, kann man. Aber... das glaubt ihr wiederum nicht. Ich kann die einfach aus dem Boden rausziehen. Das ist kein Fill-Type, der hier liegt. Das ist tatsächlich, und da habe ich jetzt Steine rausgeholt, Standard, Spielstand, mit diesem einen Mod drin. Und ich habe jetzt hier Steine abgelegt. Ne? Einfach mal 18.000 Liter mit dieser Schaufel natürlich Steine rausgeholt. Ey, das ist ja sensationell, oder? Guckt euch das an. Kann man hier entsprechend richtig graben. Dadurch könnt ihr, klar, müssen wir ein bisschen ordentlicher machen, aber dadurch könnt ihr hier wirklich landscapen mit Baggern, mit Schaufeln, alles, was das Zeug eben hält. Und ich zeige euch gleich auch noch, wie die Bedienung ist. Also da solltet ihr ein bisschen dranbleiben. Die Bedienung von dem Ganzen ist nämlich wirklich cool gemacht. Das Ding ist nämlich, dass da das erste Mal ein, soweit ich das weiß, ein Modding-Team mit dem Landscaping-Tool arbeitet und arbeiten kann. Und das übrigens hier diese Mods, die hier sind, diese Bagger und LKWs, die habe ich nur für den Effekt hier reingemacht. Das funktioniert mit allen Standardgeräten, die ihr hier im Spiel habt. Mit Radladerschaufeln, mit Baggerschaufeln, mit den LKWs. Alles, was ihr da so machen möchtet, könnt ihr hier entsprechend machen. So, aber kommen wir erstmal dazu, dass ich euch erkläre, wie der... wie das Menü aufgebaut ist. Also ihr seht schon, da gibt es jetzt ein bisschen mehr. Es gibt jetzt hier diesen Mode Lower Ground, Discharge Mode, also der Mode Lower Ground ist eben der Modus, in dem ich aufnehme. Ich muss mal eben die Erklärmütze aufziehen. Wir brauchen ja jetzt nicht unbedingt hier die ganze Zeit den Helm. Also Mode Lower Ground, das ist das eben, man gräbt hier eben was weg. Dann könnt ihr das einstellen. Da seht ihr auch im Menü, also hier Toggle Mode ist dann hier bei meinem Pad of A. Dann kann ich Flatten Ground sagen, okay. Dann möchte ich den mal ausgleichen. Gerade hier, wo ich hier so Beulen in den Boden reingefahren habe. Ne? Können wir mal gucken. Das sind die Menüansichten, die ihr natürlich auch findet im Spiel. Das heißt also, wenn ich jetzt hier runter sehe, dann versucht er eben das hier auszugleichen. Ne? Also da seht ihr schon, er nimmt was auf und versucht einfach den Boden auszugleichen. Aber das ist natürlich auch nicht ganz einfach. Da müsst ihr natürlich ein bisschen gucken, dass der das halbwegs hinbekommt. Also das, da müsst ihr vorsichtig mit hantieren, um den Boden auszugleichen. Und natürlich kommt dann, wenn ihr was abnehmt vom Boden, kommt entsprechend hier auch Fill-Type an. Also das geht ganz gut. Wie gesagt, wenn man jetzt nicht so chaotisch hantiert, wie ich das gerade tue. So, und dann gibt es was, das heißt eben, jetzt müssen wir mal gucken, wir laden mal hier von der Schaufel wieder auf. So. Es gibt nicht nur den Modus für das Aufnehmen, den ihr verändern könnt, sondern es gibt auch den Discharge Mode. Auch da habt ihr entsprechende Menüeinträge in dem F1-Menü da oben. Und da gibt es eben Toggle Discharge Mode.
Da drücke ich mal drauf. Das heißt, ich kann jetzt anheben den Boden wieder. Ich könnte jetzt zum Beispiel ein Loch auffüllen. Na, also wie man das entsprechend beim Landscaping macht, können wir hier eben gucken. Also ihr seht, es werden Steine weniger und das wird tatsächlich hier Landscaping angehoben. Ne? Gut, jetzt habe ich keine Steine mehr drin. Die muss ich jetzt noch wieder aufnehmen und kann dann wieder aufschütten. Und dann kann ich natürlich hingehen und könnte sagen, okay, das möchte ich jetzt eben angleichen. Da muss man eben ein bisschen mit rumspielen, dass das dann sauber funktioniert. Und jetzt kippe ich das halt hier hin und dann seht ihr schon, wird entsprechend ein Berg angehoben. So, dann gibt es noch mehr darin. Toggle Discharge Mode, da gucken wir nochmal weiter. Da gibt es auch das Flatten Ground. Das heißt, wenn wir... das ist es. Das heißt, nicht nur beim Aufnehmen können wir das machen, sondern auch beim, beim Rausschütten. Wenn ich zum Beispiel hier so ein Loch aufschütten möchte... Dann seht ihr das, dann versucht ihr das so ein bisschen auszugleichen mit dem eben, was wir da drin haben. Und versucht die Ebene eben, ja, einigermaßen gerade zu ziehen, ne? So. Das ist schon relativ clever. Und ihr seht auch übrigens, der malt hier dann auch währenddessen auf dem Boden. So, was haben wir hier noch? Mode, ne, das war da. So, dann gibt es hier Smooth Ground, also so ausgleichen. Auch das können wir ja mal machen beim Modus hier. Aber da werdet ihr auch sehen, dass er natürlich aufnimmt. Und jetzt habe ich hier einen riesen Berg reingemacht. Genau, jetzt wäre es halt notwendig. Na, aber ihr seht es schon. Hier versucht er entsprechend was abzunehmen. Seht ihr, ne? Also, dass er das so ein bisschen ausgleicht, diese Ecken, die wir hier da reingefahren haben. So, und dann macht er das schön eben. Und ihr seht auch, er gräbt es hier halt so ein bisschen um. Das da, also da macht er den Boden so, gleicht er den aus. So, dann haben wir noch weiter. Das ist wieder Lower Ground. Also wenn ich jetzt wieder grabe, dann ist das so. Beim Discharge Mode gibt es entsprechend ein paar unterschiedliche Sachen. Also auch da gibt es Smooth Ground. Dann gibt es Paint Ground. Ne? Also wenn wir das hier so rausschütten, dann seht ihr, dann wird der Boden eben angemalt. Jetzt fragt ihr natürlich, wie kann ich denn die Farbe ändern, die da kommt? Das machen wir gleich noch. Dann gibt es entsprechend hier Discharge Mode. Ne, da habt ihr eben komplett, das ist ja der Normal Mode, wo es einfach abkippt. Das könnt ihr dann in den Anhänger kippen oder wie auch immer. Dann haben wir eben Raise Ground, dann wird es angehoben. Und Flatten und Smooth. Also das sind wieder die Modi, die man da entsprechend nutzen kann. Großartig. Ne? Also Steine gibt es ja schon im Spiel, deswegen ist das wahrscheinlich auch der Fill-Type, der hier gewählt wurde. Das ist die Standardeinstellung. Wir können aber jetzt auch mal da reingehen, also jetzt sagt zum Beispiel, okay, das wäre ja fatal, wenn ich jedes Mal mit dem Radlader in die Silage reinfahre und dann sofort den Boden anpasse. Nein, müsst ihr keine Sorge haben. Ihr könnt auch das, jetzt muss ich eben gucken, Disable Terraform, da steht es drin. Und dann habe ich das jetzt gemacht. Jetzt habe ich es wirklich deaktiviert. Das ist auch der Standardwert. Ne? Es ist erstmal deaktiviert. Und dann seht ihr, ich kann jetzt hier in den Boden reinhalten, aber da passiert nichts. Was ich aber schon kann, ist eben die Steine, weil die ein Fill-Type sind, die dann mal abgelegt wurden, die kann ich natürlich wieder aufnehmen. Ne? Das ist ganz normal wie jede Radladerschaufel auch. Funktioniert jetzt wie vorher auch. Oder ich enable das wieder, also ich schalte es wieder an und dann könnt ihr wieder Terraforming betreiben. Dann gibt es noch das Open Terraform-Menü. Da könnt ihr zum einen das hier auch nochmal anschalten. Dann könnt ihr den Debug-Modus anschalten. Nee, der ist übrigens auch standardmäßig an. Dann hat man hier solche Punkte. Ne, solche sind wahrscheinlich die Landscaping-Punkte. Ich habe es mir direkt ausgemacht, weil das so gut funktioniert. Schon am Anfang, das braucht man gar nicht. Disable Discharge. Genau, dann werft ihr es halt nicht aus, sondern nur in Trailer oder... auf Objekte, das könnte man noch einstellen. Fill Type, da könnt ihr hier was einstellen. Also ihr könnt Dreck, Stein hier im Moment wählen. Vielleicht gibt es auf anderen Karten später mehr, was dazu kommt. Aber derzeit ist es Dreck und Stein. Wir können ja auch mal Dreck nehmen und gucken, wie der so aussieht. Wollen wir mal ein bisschen Dreck aufnehmen. Haben wir es angemacht? Enable Terraform, so. So, und jetzt gibt es hier so einen Fill Type, der heißt eben Dreck. Also das mit den Steinen ist natürlich schön, weil es die sowieso schon im Spiel gibt. Und jetzt haben wir aber nochmal einen Fill-Type. Achso, Moment, ich muss erst den Discharge-Mode wieder ändern.
Müsste er in der Regel natürlich nicht so oft wie ich das hier tue. Da. Kann hier nicht durchgeführt werden. Okay, ich kann also Dreck hier gerade gar nicht abwerfen. Jetzt müssen wir mal gucken. Können wir das denn hier in den Tipper reinladen? Ja, ich glaube schon, der müsste leer sein, ne? Da. Dann habt ihr eben Dreck da drin und könnt das entsprechend wegladen. So, dann haben wir noch Disable Terrain Paint. Ne? Das heißt also, man kann das ausschalten, dass man das, dass der bemalt wird. Dass also, wenn ihr sagt, diese Grasfläche, die da drauf ist, soll so bleiben, dann könnt ihr das hier entsprechend machen. Wenn aber gemalt wird, soll eben Dirt oder Gravel oder Concrete, also Beton, Asphalt, das soll der Mallayer sein, der da drunter rauskommt. Das könnt ihr also hier tatsächlich einstellen. Also Sand ist manchmal noch ganz spannend. Plates, also könnt tatsächlich direkt Platten terraformen, wenn ihr so ausgleichen wollt oder ihr wollt so tun, als würdet ihr mit dem Gerät entsprechend was hinmachen, da könnt ihr Platten malen, also das, die Welt ist riesig, ne? Was da alles möglich ist. Wir können später irgendwie so Rüttelmaschinen machen oder so eine Asphaltiermaschine, die dann wirklich quasi wie ein Bagger funktioniert, also sprich was rauslässt und dann aber schon direkt Asphalt hinterlässt. Wie cool ist das denn? Ja, oder so hier so Kies, das geht halt alles. Forest Ground, muss halt gucken, ob das wie sinnvoll, je nach Maschine, dann macht, ergibt das Sinn. Discharge Paint Layer, das ist eben genau das, was ihr dann rauslassen könnt. Da könnt ihr entsprechend auch unterschiedliche Sachen einstellen. Das ist noch in der Beta, wurde mir gesagt. In der Paint Radius, hier könnt ihr sogar auch noch Sachen einzeln einstellen. Für diesen, für dieses Gerät, wo wir gerade dran sind, wenn ihr sagt, das passt irgendwie nicht zusammen auf den Radlader, auf den Bagger oder sonst irgendwas, was ihr habt, könnt ihr das hier anpassen. Ne? Da könnt ihr den Debug-Modus anmachen, könnt ihr die Werte sehen. Gehen wir jetzt nicht alles durch, es ist kein Tutorial, sondern das ist erstmal eine Vorstellung, was einfach damit möglich ist. So, und dann habe ich hier so einen Bagger. Und auch der, ne, seht ihr hier, hat entsprechende Einstellungen. Das müssen wir ein bisschen so kippen wir mal eben hier aus. Gut, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Das liegt aber eher am Bagger als an dem Terraformer. Und da seht ihr auch mit dem kann ich hier entsprechend graben. Na? Und kann das dann hier. Ach so, ich habe hier jetzt Dreck drin, weil ich umgestellt habe grundsätzlich auf Dreck und nicht mehr auf Stein. Ich hatte da vorher Stein drin, deswegen kann der das hier nicht entladen. Aber wenn ich jetzt da zu dem LKW fahre damit, kann ich auch da entladen. Also ihr seht natürlich, was man damit anstellen kann. Ihr könnt damit natürlich eure Karte ruinieren. Da entlädt er gerade. Also das funktioniert. Wenn ihr jetzt sagt, oh ja, war das ja schön, aber ich habe mir damit alles versaut, dann könnt ihr natürlich weiterhin in den Baumodus gehen, Landscaping, und könnt das wieder gerade ziehen. Ne? Müssen wir mal gucken, wir wollten das hier einmal die Intensität erhöhen. So. Und dann kann ich natürlich auch meine Flächen wieder gerade ziehen, wieder ausgleichen. Seht ihr hier, ne? Dann wird das entsprechend angepasst und gesenkt, gehoben, was auch immer da gerade notwendig ist. Die Steintextur wird natürlich weggenommen. Auch hier könnt ihr so rüberfahren. Auch dann wird das schön ausgeglichen und wieder eben. Also das geht alles. Könnt dann entsprechend auch wieder was rübermalen. Also alles frei, das ist interagiert also wirklich direkt mit dem Landscaping-Tool. Und ich kann nur sagen, das ist so eine großartige Nummer. Ich sehe so viel vor mir. Das hat die Welt vom Landwirtschaftssimulator für mich gerade so viel größer gemacht, weil ihr jetzt mit so Baugeräten, da kommt ja auch mehr. Also die Baugeräte werden ja jetzt viel mehr, da kommen ja auch noch coolere Sachen. Und da könnt ihr wirklich selber an eurem Hof aktiv arbeiten, den verändern, aufschütten, abschütten, landscapen. Das ist alles, also dieses Landscaping-Menü könnt ihr jetzt wegwerfen. Jetzt könnt ihr das mit dem Bagger, mit dem Radlader und auch mit, wie gesagt, mit euren Standardgeräten im Spiel machen. Meine Lieben, also ihr seht, meine Begeisterung ist wirklich groß für diese Nummer. Ich finde das außergewöhnlich, ich finde das grandios, dass das jetzt möglich ist und freue mir einen Ast. Jetzt ist jede Karte quasi, also ja, natürlich gibt es auch noch mehr Möglichkeiten, aber mit den entsprechenden Geräten ist in Zukunft jede Karte eine Construction and Mining Karte geworden.
sagt mir doch mal, was ihr davon haltet. Das mag nicht für jedermann was sein. Das will ich außen vor lassen. Ne? Vielleicht sagen, hier Landschaftsbaumenü, da quäle ich mich sowieso schon genug mit rum. Da muss ich das nicht auch noch selber bearbeiten. Ich bin im Landwirtschaftssimulator, völlig in Ordnung. Aber die Idee und die Möglichkeiten, die uns das gegeben hat, wir müssen es ja nicht machen, aber die Möglichkeiten sind schier riesig geworden. Ich finde es grandios. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wenn ihr ein Tutorial sehen wollt, wie das alles zu benutzen ist, wie das alles funktioniert, dann schreibt mir das doch auch mal rein. Dann machen wir ein Tutorial, Debug-Modus und die Werte einstellen bei den Gabeln, was man da machen kann. Sag mir einfach Bescheid und lasst mir ein Däumchen da für die Vorstellung und natürlich einen netten Kommentar für die Modder, die das hier so großartig gemacht hat, haben. Das ist grandios. Das ist wirklich sagenhaft. Ich bin total begeistert, total geplättet und freue mich total über diesen Mod und wünsche mir wirklich viele Projekte, in denen das auch andere mitmachen und sehen und sagen, komm, da haben wir Bock drauf. Jetzt könnt ihr auf jeder Karte, in jedem, wo alle sagen, wir möchten Standard-Landwirtschaftssimulator spielen, könnt ihr sagen, okay, ich mache hier den Construction in meiner, ich mache hier Hirschfeld Construction. Ne, könnt ihr ja sagen, ich mache hier schwer Construction, ich spiele das mit, ich mache mir so einen eigenen Bauhof und dann werde ich hier schön eure Berge abtragen. Das ist ja Lohnunternehmer, Construction, Bauhof, hier Erdbewegungsarbeiten, das ist ja, das machen viele Lohnarbeiter, viele, ne, hier mit diesen Mulden, das habe ich schon so oft gesehen. Jetzt wird auch nur gespeichert, jetzt habe ich keine Zeit zum Speichern hier. So, hier, ne, nicht die, sondern sowas hier. So ein Gespann ist völlig üblich für Erdbewegungsarbeiten, die Lohnunternehmer dann in ihrer, ja nicht Freizeit, aber in der Zeit machen, wo eben keine Ernte läuft. Fährt hier ständig rum. Warum denn nicht? Und jetzt könnt ihr einfach Berge abtragen und da drüber malen. Ja, da muss man das nur wieder zum Feld machen danach, aber hey, wow! Ja, ich weiß, man könnte glauben, ich bin so ein bisschen drüber, aber die Ideen, die mir gerade durch den Kopf sprudeln für Sachen und Projekte, sind riesig. Riesig, sag ich euch. Es wird großartig. Meine Lieben. Und es funktioniert hier im Singleplayer schon sehr gut. Soll auch schon im Multiplayer funktionieren. Ist eine Beta, ja, also bitte. Es soll auch schon im Multiplayer funktionieren, wird aber nicht hundertprozentig der Funktionsumfang garantiert. Ich kann euch sagen, ich bin hier mit einem Modset, das wir in einem Projekt spielen, im Feldversuch. Und dieses Modset hat keine Probleme verursacht. Ne? Ich habe hier Paint and Place Anywhere habe ich drin. Also da gibt es noch keine Gegenstände. Das funktioniert einfach. Und die Idee, das an dieses Landscaping-Tool zu koppeln und die Funktion daraus zu nutzen, ist wirklich gut, weil das weniger Probleme zu weniger Problemen führt, weil man eben die Funktion mitnutzen kann. Tipptopp-Sache. Kann ich nur sagen. Meine Lieben, jetzt aber wirklich Däumchen da gelassen, Kommentar reingeschauen und dann eure Begeisterung zum Ausdruck machen. Natürlich ist der Link in der Videobeschreibung. Natürlich. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bye bye und ade.